So, ich wollte mich einfach nochmal bedanken. Zunächst wollte ich mich erstmal bei diesem saugeilen Wetter bedanken, das wir hier heute haben. Das finde ich super. Wir können ja auf der Wiese rumfläzen. Ja, weiß ich nicht, gefühlte 35 Grad. Das ist super. Des Weiteren möchte ich mich mal bei all diesen fleißigen Helferchen bedanken, die uns hier Kuchen hingestellt haben, die diese ganze Aktion im Vorhinein ausgearbeitet haben. Was, wann, wo, wer mit wem und so. Das haben die alles super gemacht. Wir sind hier auch keine Profis irgendwie. Die Lippensynchronität irgendwie mit diesem Video haben wir jetzt nicht hingekriegt, aber wir haben das Video hingekriegt irgendwie. Ich wollte einfach mal Danke sagen an die Tuchbeißer, die hier die Suppe kochen. Ihr könnt hier leckeres Chili essen. Wir haben hier Leute, die den Infostand machen. Wir haben hier lauter Leute, die Schilder gemacht haben. Wir haben hier so viele Leute, die filmen, die Fotos machen irgendwie. Das finde ich super irgendwie. Ich möchte mich einfach mal bei euch bedanken und einmal einen ganz großen Applaus für all die Leute, die hier heute aktiv sind. Super! Und danke auch an dich und deine Gastfreundschaft. Und nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Polizei. Das hätte ich jetzt auch noch angefügt. Wir haben ja wirklich ganz super großartige Kooperation erfahren dürfen, dass wir hier diesen Platz heute belegen konnten. Das ist wirklich nicht einfach so zustande gekommen. Da ist wirklich ganz großes Dankeschön einfach an die Polizei auch dafür. Ne? Wir sind hier wirklich an einem exklusiven Platz, sage ich einfach mal. Dichter dran ging jetzt nicht. Als nächstes möchte ich euch einen Künstler hier ankündigen, den Densko. Der wird uns jetzt hier nochmal mit einem musikalischen Act unterstützen. Herzlich willkommen! Hallo Hannover! Ja, wir machen jetzt auch einen kleinen, ganz kurzen Soundcheck eben für das Lied, das ich jetzt gleich bringe. Bevor das mit dem Sound schief geht, hau mal rein den zweiten. Nur eben, um zu gucken, ob das mit der Lautstärke passt. Dann musst du mal weiterkommen, dann müssen wir suchen. Nee? Nein? Ja, das wird der erste. Ich muss zu meiner Entschuldigung schon mal vorträglich sagen, ich bin erst vor ganz kurzer Zeit wieder angefangen, Musik zu machen. Habe drei Lieder, die ich heute bringen werde, vorgestern fertig geschrieben und ich hoffe, dass ich das kopfmäßig alles behalten konnte. Muss mal gucken, lautstärkemäßig, ob das instrumental klappt, ob das mit der Stimme passt. Daumen geht hoch, okay, dann würde ich sagen, hau nochmal von vorne, fangen wir direkt an. Das ist ein Mahnwachenlied, das ich geschrieben habe. Ich bin sehr, sehr angetan von diesen Mahnwachen, von der Gemeinschaft hier. Und da habe ich mal ein Lied drüber geschrieben. Gemeinsam sind wir stark und diese Gemeinschaft, da bin ich mir sicher, übersieht man nicht einfach. Jeden Montag schmücken wir die Städte und machen dunkle Wege, farbenfroh wie Blumenbeete. Beseelte halten eine Rede vom Herzen bewegte, die das Leben nicht lähmte. Wir haben die Wahrheit gesehen, weshalb wir beschlossen haben, auf die Straße zu gehen. Das ist nicht mutig, sondern selbstverständlich, wenn man erkannt hat, Freiheit ist endlich. Und sie endet bald, darum kämpfe ich zusammen mit euch allen, uns bremst nichts. Spürt ihr diese Energie, die sich immer wieder auflädt wie eine Autobatterie? Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, fühlt ihr es auch? Wir geben nicht auf, weil wir zusammenstehen, den Weg zusammengehen, weil wir wirklich jeden Montag auf die Straße gehen, weil es um Frieden geht, man keine Lüge lebt. Ist wichtig, dass auch du für den Frieden auf die Straße gehst. Diese Friedensbewegung klärt euch auf über Lügenentstehung, weil sie uns geradewegs in den Krieg lenken. Braucht unser Volk wieder Leute, die mitdenken. Darum stehen wir hier jeden Montag, ja auch in der Nähe von dir. Also raus aus der Sitzkuhle von deinem Sofa auf die Straße, heute ist Montag. Es wird Zeit, was zu ändern, Frieden zu schließen mit sämtlichen Ländern. Und bevor das endlich geschehen kann, fassen wir uns hier zusammen an die Hand und starten das gemeinsam. Ich weiß, im Herzen sind wir alle eigentlich einsam, doch diese Gruppe hier, die ist schon stark. Und ich hoffe, dass wir das weitergeben, jeden Tag, weil wir zusammenstehen.
den Weg zusammen gehen. Weil wir wirklich jeden Montag auf die Straße gehen. Weil es um Frieden geht, man keine Lüge lebt. Ist wichtig, dass auch du für den Frieden auf die Straße gehst. Und wir bleiben bis zum Ende, reichen uns die Hände und kämpfen für die Wende. Denn es ist endlich Zeit, dass wir etwas tun. Zeit, sich zu bewegen und nicht länger auszuruhen. Ich hab den Text leider vergessen, darum freestyle ich ein bisschen. Und ich weiß, ich hab uns Essen. Irgendwie werden wir das Ding hier schon schaukeln. Die Tante Earth, Leute, macht mal den Lauten. Politiker, die lügen, denn die reden alles Schrott. Merkel und Gauck wollen uns richtig verarschen. Deswegen stehen wir hier draußen und lassen uns nichts machen. Sie können lügen, wie sie wollen. Wir haben was im Kopf und wir fangen nicht an zu träumen. Die Wahrheit muss nicht laut sein, darum sind wir zusammen, gemeinsam die Stinker. Ja, sorry. Den Weg zusammen gehen. Weil wir wirklich jeden Montag auf die Straße gehen. Weil es um Frieden geht, man keine Lüge lebt. Ist wichtig, dass auch du für den Frieden auf die Straße gehst. Okay, das war der erste. Ich werde jetzt noch zwei bringen und wenn ich dann nachher nochmal darf, bringe ich die drei anderen. Jetzt kommst du dem, der als erstes kam oder den du als erstes anhattest, Nummer zwei dann. Da bitte den Bass runterdrehen, weil der ist total übersteuert. Ja. Super, okay. Aber den anderen geht das. Wir stehen am Abgrund, so kurz vor dem freien Fall. Und wenn es erstmal losgeht, ist Schluss mit der freien Wahl. Was wir mehr als dringend brauchen, ist Zusammenhalt. Doch neoliberale spalten unser Land eiskalt. Der Krater zwischen Arm und Reich wird größer. Ich hab Angst vor der Zukunft und werd immer nervöser. Die politischen Entscheidungen von Merkel, sie sieht unsere Zukunft denn etwa so gut aus wie ihr Dekolleté. Während man uns unsere Rechte entehrt, kriegen Familienväter kaum ihre Familien ernährt. Es ist schmerzhaft zu erkennen, dass es nicht besser, sondern schlimmer wird, solange wir hier nehmen, dass Lobbyismus regiert. Wir haben keine Krise, das ist alles pure Absicht. Sie stiften unten Verwirrung, während man sich oben abspricht. Wir sind keine Menschen, wir sind Kostenfaktoren. Herz und Seele haben sich in der Maschinerie verloren. Erfroren in der sozialen Kälte, in der man unsere Rechte wie Bäume fällte und die Schafe zählte. Und das Schlimme ist, dass keiner erkennt, dass unsere Situation viel schlimmer ist als man denkt, weil man uns erfolgreich ablenkt, gezielt informiert, damit keiner mitbekommt, was eigentlich wirklich passiert. Habt ihr überhaupt mal in den Himmel gesehen, wo Chemtrails fast täglich ihre Runden drehen? Richtig, die wollen uns vergiften. Und nicht nur das, ist noch schlimmer, viel schlimmer. Will nichts hören von Verschuldung, solange die Zentralbank Zinsen kriegt für Geld, das sie druckt und verleiht eine Schuldenspirale mehr nicht. Wenn wir mit Steuern nur die Taschen der Banker füllen, verarmen wir. Es kommt mir vor wie ein schlechter Film. Also der Schritt gibt es privat, wir erklären genau das Sinn, was mit dem Klima passiert. Es wird sich nur ändern, wenn wir hier die Lage veralteln. In den Sozialen. Nach gespaltenem Volk wird weiter aufgehetzt, bis Moral oder Ethik sich zu Staub zersetzt. Wenn man sich diese Situation zugrunde legt, muss man sich wundern, dass die Jugend vor die Hunde geht. Woraus sollen wir bitte Motivation ziehen, wenn wir für harte Arbeit nur den Mindestlohn kriegen? Überhaupt Arbeit finden, was heute heißt, als Sklave verliehen zu werden, übersetzt Zeitarbeit. Keine Ziele, keine Zukunft, keine Hoffnung. Beim Nachdenken wehtut, rennen die meisten ohne Kopf rum. Und so wie wir regiert werden in dieser Nation, kommt mir vor, als wäre das Volk die Opposition. Bildung wird zur Last, denn sie kostet krass. Nicht nur der Grundbedarf wird mehr erfasst. Die Kinder verblöden allein vor den Glotzen, denn die Türen der Kitas stehen leider nicht offen. Stattdessen investieren sie in den Krieg, weil der Regierung ja ach so viel an unserem Leben liegt. Sie wollen Terror bekämpfen, um uns Frieden zu geben. Und als netten Nebeneffekt kontrollieren sie unser Leben. Denn wir haben Angst, Angst vor all dem, was wir jeden Tag in den Massenmedien sehen. Wir sehen nur, was wir sehen.
gehen sollen. Und sie verbreiten ihre Lügen schneller als der Wind im Sommer blühen wollen. Ich hab selber keine Ahnung, aber weiß, dass die bisherige Regierung auf die meisten Menschen scheißt. Ein kleines bisschen Menschlichkeit, ist das zu viel verlangt? Politik wurde zum Virus und macht uns alle krank. Warum ist die CDU nur an die Macht gekommen? Die hat da oben nichts verloren, wie Nazis im Friseursalon. Und das sage ich nicht nur, weil ich gerade hier stehe, sondern weil mein Herz immer schon hier schlägt. Und ich kann nicht länger schweigen und wegsehen und darauf warten, dass sie mir mein Hab und Gut wegnehmen. Wenn alle im Dreck geben, wird nie was passieren, außer dass wir vor uns hin vegetieren, bis wir krepieren. Zeit, dass man es denen da oben nicht mehr leicht macht. Zeit für einen Machtwechsel in unserem Reichstag. In der Hoffnung, dass Politik wieder Seele kriegt. Und zwar bevor hier alles in Schutt und Asche liegt. Dankeschön. Passt das mit der Lautstärke? Konntet ihr es gut verstehen? Okay. Dann war das jetzt, ich glaube, der sechste, der letzte. Wir müssen die Nummern suchen, leider. Ja. Richtig. Okay, den bringe ich jetzt noch und wenn ich nachher nochmal darf, gibt's noch drei weitere. Hierbei müsst ihr mir ein bisschen helfen. Kannst du den nochmal von vorne starten? Ich könnte hier gleich bei dem Refrain ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ihr kriegt schon mit, wenn ihr gebraucht werdet. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir hier mal ein bisschen Lautstärke zeigen zusammen. Es ist so, dass ich echt wütend bin über das, was hier im Land passiert. Und ich muss mich da mal ein bisschen auskotzen. Wir wurden verkauft, unserer Rechte entmündigt und der Freiheit beraubt, von Parasiten ausgesaugt und beklaut, und unsere Politiker haben zugeschaut. Schlimmer noch, sie helfen alle mit, man verrät halt sein Volk, wenn man Vasalle ist. Ist doch alles Mist, denn das alles frisst uns von innen auf und wir schneiden es nicht. Deswegen müssen wir aufstehen, müssen uns aufregen, gemeinsam rausgehen, laut sein. Denn Schweigen heißt zustimmen. Warum wir laut sind, weil wir das nicht gut finden. Es sind Politiker Lügen, sie werden bezahlt, um ihr Volk zu betrügen. Doch wir haben euch durchschaut, das geht an Merkel und Gauck. Ich sag keine, ihr sagt Lügen, keine. Keine. Ich sag, wir wollen, ihr sagt Frieden. Wir wollen, wir wollen. Ich sag, schäm dich, ihr sagt Merkel. Schäm dich, schäm dich. Ich sag, schäm dich, ihr sagt Gauck. Schäm dich, schäm dich. Es ist traurig, aber wahr, unsere Politiker stellen Marionetten dar. Aber nicht an Fäden, nein, sie hängen an Ketten. Fürs Schweigen bezahlt, damit wir es nicht checken. Deshalb müssen wir uns gerade machen, denn was die hier gerade machen, sind schon ziemlich harte Sachen. Chemtrail, TTIP, patentiertes Ebola, mediales Rumtata, wirklich unfassbar. Kriegerische Politik, heuchlerische Politiker wie die da. Und sie haben keinen Bock, für ihr Volk was zu tun, deshalb laufen sie am Stock. Und ich freestyle wieder, Hannover wird jetzt gerockt, denn ich hab den Text vergessen, so ein Schrott, kein Bock, ist auch egal, denn wir machen jetzt Krach und rütteln die Politiker an unserem Reichstag wach. Ich sag, wir wollen, ihr sagt Frieden, wir wollen, Frieden. Wir wollen, Frieden. Ich sag, die da, ihr sagt Lügen, die da, Frieden. Die da, Frieden. Ich sag, schäm dich, ihr sagt Merkel, schäm dich, Merkel. Schäm dich, Merkel. Ich sag, schäm dich, ihr sagt Gauck, schäm dich, Gauck. Schäm dich. Ich sag Merkel, ihr sagt abwählen. Merkel, abwählen. Merkel. Abwählen. Ich sag Gauck, ihr sagt raus. Gauck, raus. Gauck. Raus. Ich sag keine, ihr sagt Lügen. Keine, Lügen. Keine. Lügen. Ich sag wir wollen, ihr sagt wir wollen. Lügen. Wir wollen. Lügen. Dankeschön, Hannover. Das war's fürs Erste. Wollen wir uns noch mal wiedersehen, dann kann ich den Text auch auswendig. Tut mir leid, aber ich habe alles gegeben. Ich gebe das Mic ab. Super, vielen Dank. Das war ein musikalischer Gruß. Herr Sex aus Friesland gekommen.